Journalisten sind Geschichtenerzähler. Das fasziniert mich. Geschichten aufspüren, Geschichten erzählen, gibt nichts Schöneres. Ich würde, glaube ich, alles nochmal ungefähr so machen, wie ich es gemacht habe. Viel ausprobieren, sich trauen, auch ins kalte Wasser reinzuspringen. Sich immer weiterbilden, immer gucken, ob man nochmal was anderes machen kann. Das habe ich eigentlich sehr konsequent durchgehalten. Ich glaube, ich würde das nochmal genauso machen. Vielleicht würde ich mich noch ein bisschen mehr trauen ab und zu und vielleicht noch ein bisschen das ein oder andere ausprobieren, was ich nicht gemacht habe. Mein Tipp an Journalistenschüler ist, am Anfang sich was trauen. Und zum Schluss sich nicht zu bequem einrichten, nicht zu sehr in der Routine verhaften. Ich glaube, dass die Routine, wenn man sich zu bequem eingerichtet hat, gefährlich ist und einem so den Weg und die Sicht versperrt auf neue Sachen und sich da trauen, einfach nochmal was Neues auszuprobieren.